Heute auf Orbital Plausch. Steht SN15 bereit zum Wiederholungsflug? Die Flugplanung für SN20 wurde veröffentlicht. Elektrons zweite Stufe mag nicht mehr. Und Chinas Marsländer übersteht 7 Minuten des Terrors. Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Hallo und willkommen auf Orbital Plausch. Mein Name ist Thorsten und wir schauen uns heute gemeinsam an, was es Neues in der Raumfahrt gibt. Starship-Flugplan veröffentlicht. Die Federal Communications Commission, oder einfach nur kurz FCC genannt, hat den Plan von SpaceX veröffentlicht, wie das Spaceship seinen ersten erdnahen Flug gestalten wird. Dabei geht es in Boca Chica, Texas los und das Spaceship wird auf einem Super Heavy Booster gestartet. Wenn alles nach Plan verläuft, wird sich das Spaceship nach ca. 170 Sekunden von seinem Booster, also der ersten Stufe, trennen und seinen Flug um die Erde beginnen. Der Booster wird dabei in den Golf von Mexiko niedergehen. Man schätzt so ca. 20 Meilen vor der Küste. Das sind ungefähr 32 Kilometer. Aber auch den anderen Prototypen will man nicht auf Land runterbringen, sondern ihn nach ca. 90 Minuten vor der Küste Hawaiis sanft im Wasser landen lassen. Der Grund, den SpaceX für diesen Testflug angegeben hat, ist das Sammeln zusätzlicher Daten, die man ansonsten nicht in Simulationen gewinnen kann, beziehungsweise um die bestehenden Simulationen zu verbessern. Aktuell geht man davon aus, dass SN20 der erste Prototyp für diesen Flugplan sein wird. Welchen Booster man jedoch dafür vorgesehen hat, ist noch nicht bekannt. In der Zwischenzeit hat man auf alle Fälle den zuvor erfolgreich geflogenen Prototypen Nummer 15 auf die Startplattform B gehievt und scheint ihn für den nächsten Testflug vorzubereiten. Bei seinem ersten Flug ist er ja von Plattform A gestartet. Mal gucken, ob B ihm das gleiche Glück beschert. Electron schafft es nicht in die Umlaufbahn. Der von Rocket Lab angekündigte Start der Electron-Rakete am heutigen Samstag verlief dagegen nicht reibungslos. Nachdem der Start aufgrund von hohen Windgeschwindigkeiten zeitlich immer wieder nach hinten verschoben wurde, startete Electron ohne Probleme mit einem beeindruckenden Sound in den Nachthimmel. Nach der erfolgreichen Trennung der zweiten Stufe von der ersten jedoch, konnte man sehen, dass das Triebwerk der zweiten Stufe ganz kurz startete. Dann brach der Kontakt zu dieser ab und konnte auch nicht mehr hergestellt werden. Ob man dies als Rückschlag für Rocket Lab bezeichnen kann, möchte ich jetzt mal nicht behaupten. Auf der anderen Seite, schreibt doch einfach mal eure Meinung hierzu in die Kommentare. Auch ob die erste Stufe ihren Weg durch die Atmosphäre unbeschadet überstanden hat, wurde bis zur Erstellung dieses Videos nicht bekannt. Wir halten euch aber auf alle Fälle auf dem Laufenden. Was gibt's denn noch? Chinas Marsländer hat es unbeschadet durch die Atmosphäre des Mars geschafft und ist gelandet. Shurong, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, koppelte zuvor vom Mutterschiff Tianwen 1 ab, mit dem es sich seit Februar diesen Jahres in der Umlaufbahn um den roten Planeten befand. Der Rover steht nun in der Region Utopia Planitia und soll dort für ca. 3 Monate Erkundungen durchführen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns auf einen Daumen hoch und einen Gruß von euch in den Kommentaren. Übrigens, der nächste Livestream in der kommenden Woche findet auf dem Kanal des Harzner statt. Ein Link zu diesem findet ihr unten in der Beschreibung. Wollt ihr weitere Infos rund um SpaceX und andere Neuigkeiten aus der Raumfahrt, dann abonniert doch unseren Kanal. Und mit einem Klick auf die Glocke verpasst ihr auch zukünftig keine Videos oder Livestreams mehr. Alle Quellen wie immer in der Beschreibung dieses Videos und unseren ganz besonderen Dank an das Team von NASA Spaceflight, SpaceX und Rocket Lab, ohne deren Videos wir nicht an deren Erlebnisse und Erfahrungen natürlich teilnehmen könnten. Ja, von daher, mein Name ist Thorsten. Habt immer eine Handbreit Luft unterm Hintern und wir sehen uns. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff.